damit mal wieder herzlich willkommen zurück an Bord der Argo. Und ich bin natürlich wie immer euer Cody. Und euer Cody hat Bock, sich ein eigenes Hackbeil zu beschaffen. Beim letzten Mal haben wir ja mit dem Hatchetman vom Haus Steiner spielen dürfen. Die haben uns den freundlicherweise ausgeliehen, da wir ja selber, ich glaube, wir hatten zwar gar keinen Schaden erhalten, aber die Mission hat halt gesagt, wir können ja unsere eigenen Mechs nicht mehr schnell genug reparieren. Deswegen wird uns ein Pilot und ein Hatchetman zugeteilt und ich finde das Ding doch echt lustig. Auch wenn wir das Beil leider zwischendrin verloren hatten. Aber ja, passiert. Auf jeden Fall würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir von Haus Steiner so ein Ding selber für uns bekommen können. Wir haben jetzt momentan gerade noch 3, 2, 2,5 Sterne, wollte ich schon sagen. Skull-Mission. Wir haben etwas an Erfahrung gewonnen. Mal gucken, ob das sich für uns auszahlt. So. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt oder immer übersehen habt, weil ich es anders gemacht habe. Man kann übrigens in diese ganzen Bereiche auch so reingehen. Mannschaftsquartiere schauen dann so aus. Richtig schöne Bunkerbetten. Und dann hat man hier diesen, diesen Bio, dieses Character Sheet eigentlich, muss man sagen. Es sieht schon fast ein bisschen aus wie ein Character Sheet aus einem Battletech-Rollenspiel, kann man so behaupten, mit verschiedenen Schadenspunkten. Und hier ist die Gedenktafel. Zum Glück haben wir in dieser Laufbahn noch keinen Piloten verlieren müssen. Beim letzten Mal hatten wir das ja in der Kampagne. Ich hoffe, wir bleiben davon noch eine Weile verschont und wir können unseren Leuten richtig was beibringen. Das gucken wir auch mal, ob wir das können. Calamity konnte nichts passiv dazu gewinnen. Clambake hat auch nichts. Dash hat... Ja, da wollten wir noch auf den Meisterstrategen sparen. Das machen wir auch. Hat sich nichts Neues ergeben. Hier auch nicht. Da auch nicht. Und, gut, den Feierpunkt-Taktik würde ich erst einmal noch zurückstellen. Nö, also von daher haben wir jetzt einfach nur noch zu warten, bis... Hier sieht es dann übrigens so aus. Hier können wir mit dem guten Yang quatschen. Ansonsten sieht man halt, ich glaube, immer den ersten Mech, der... Mal gucken, der in der Reihenfolge drin steht. Wenn wir mal auf den Firestarter wechseln und wieder rausgehen. Mal gucken, raus und wieder rein. Ja, man sieht immer den ersten Mech, der quasi in der Reihenfolge drin steht. Und das kann man halt so, indem man den jeweiligen Mech halt hier mit linker oder rechter Maustaste gedrückt hat und zieht, kann man sich das für sich selbst so ein bisschen organisieren, wenn man da gerne ein bisschen Übersicht drin haben will. Meistens mache ich es, nicht immer, aber habt ihr jetzt gesehen, ich habe es ja jetzt mal wieder ein bisschen gemischt. Wir müssen auf den Kinderum noch einen Tag warten. Der Firestarter hat zwar cool performt, aber auf den müssen wir jetzt nicht unbedingt warten. Auf den Kintaro würde ich allerdings ganz gerne warten, damit wir ein bisschen sicheren Go haben. Und den einen Tag, den werden wir überleben, denke ich mal. Ansonsten, was haben wir so? Die Beta-Kapseln sind im Bau. Warten wir kurz den einen Tag. Suchen uns dann eine schöne Mission aus. So, wir haben ja welche. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Am liebsten, wie gesagt, würde ich gerne einen Hatchetman kriegen. Gucken, ob das irgendwie schaffbar ist. Hier gibt es eingeschränkten Zugriff, weil Haus Liao uns nicht gut genug mag. Ich weiß auch nicht, ob sie das in den 1000 Tagen irgendwann mal werden. Kann aber sein. Und wir haben jetzt bei Totenschädel eine Bergung. Wir haben eine Eskorte mit 2, eine Basiszerstörung und ein Attentat. Ist zwar nur 2 Schädel, aber Attentatziele sind meistens etwas stärker als der Rest der Mission. Meistens, nicht immer. Deswegen würde ich sagen, gucken wir doch mal, ob wir ein paar gute Teile über das Attentat bekommen. Geld haben wir ja jetzt nicht so die Probleme zum Glück. Die Dashpoint-Mission hat ordentlich Asche dagelassen. Und dementsprechend können wir auf den vollen Salvage gehen und gucken mal, was die Piraten uns überlassen. Wir haben jetzt den Kintaro, den Centurion und den zweiten Centurion, können noch den Javelin und den Jenna. Ich würde sagen, der Jenna performt ein bisschen besser als der Javelin.
Und den bekommt Dash, unser Sensorspezialist. Der kann dann mit dem Jenner schnell vorrennen und gucken, was kommt. Ansonsten bin ich mit der Teamzusammensetzung zufrieden und wir gehen zum Einsatz. Auf dem Biom Hochland zum Attentat auf einen Piraten. Mal gucken. Ansonsten, ja, die Laufbahn verläuft ziemlich gut. Ich bin am Überlegen, 1000 Tage sind natürlich relativ lange, ob ich vielleicht in nächster Zeit mal ein paar Tage mehr für euch einlege, dass ihr mal ein paar Tage mehr die Woche habt, damit wir relativ zügig durchkommen. Denn ich würde ganz gern auch noch was anderes mit euch ausprobieren, bevor es dann scheinbar, so wie es ausschaut, Ende des Jahres heißt Heavy Metal. Denn auch das dritte DLC ist schon angekündigt mit dem schönen Namen Heavy Metal. Und das ist was, wo ich sagen muss, das klingt vielversprechend, wenn es dann nämlich Heavy Metal mäßig Heavy Max gibt. Und zwar neue vom Macher des Spiels. Da bin ich mal echt gespannt, was die sich da einfallen lassen noch und vor allem Dingen so schnell aufeinander. Aber erstmal abwarten. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ihr könnt natürlich gerne jederzeit einen Kommentar da lassen, sagen, hey, wir haben jetzt über das Hauptspiel genug gesehen, wir würden gerne mal ein bisschen mehr sehen. Jagt doch jetzt direkt mal irgendeinen Mod rein. Da gibt es auch Vorschläge, wenn ihr wollt, kann ich die euch gerne geben, wo ihr euch so anschauen könnt. Da gibt es dann eine ganze Menge mehr. Ich sag mal, teils ein bisschen näher an das ursprüngliche Brettspiel angelegt, teilweise noch ein bisschen auseinander. Und ja, das könnt ihr auf jeden Fall da euch dann anschauen, wenn ihr das möchtet. Also lasst gerne einen Kommentar da, sagt, was ihr gerne sehen möchtet, ob ich mit der Laufbahn hier erstmal fertig machen soll mit dem aktuellen DLC oder ob wir halt schon mal gleich ein bisschen mehr sehen wollen. Und dann gucke ich, was ich machen kann. Nur beides gleichzeitig, sage ich euch, werde ich nicht tun, denn das Modden von Battletech ist nicht ganz so einfach wie bei so manch anderen Spielen, was jetzt, ich sag mal, die Stabilität betrifft, da hin und her zu switchen. Deswegen also, entweder wir machen eins oder wir machen das andere, aber nicht beides gleichzeitig. Das ist mir dann ehrlich gesagt zu stressig. Und für euch ein Risiko, dass vielleicht Spielstände verloren gehen, solche Sachen. Aber kein Thema. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal drauf, dieses gute Stück Metall dort zu bekommen, was ich da im Hintergrund sehe. Denn das ist ein Katapult, ich komme immer durcheinander, ist entweder K2 oder C4, auf jeden Fall einer mit PPCs anstatt von Mauseöhrchen, also von LSR-Lafetten und die Dinger sind cool, das sind absolut geniale Sniper-Max. Damit könnten wir jemanden hochziehen, der, ich sag mal so, ein bisschen so Long- bis Midrange Headshot-König werden kann. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Sache. Gehen wir mal auf in die Richtung. Nehmen natürlich... ich wollte eigentlich so viel Deckung wie möglich mitnehmen, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu weit hinten. Die Centurions, die müssen irgendwann mal durch was Schnelleres ersetzt werden. Irgendwann möglichst bald am besten. Roger. Performance war, ich sag mal, im Gefecht sehr gut. Ich finde es vor allen Dingen in urbanen Bereichen ganz witzig, weil es da ja recht eng beieinander zusammengeht. Aber so auf dem offenen Feld sind sie halt einfach zu langsam und haben uns ja auch einmal die Mission gekostet, weil sie einen Schritt zu kurz kamen. Kommander. Ja, okay, wir haben schon unseren ersten Gegner, einen 30-Tonner. Damit kann Dash doch arbeiten. Mal gucken. Aber nicht im Wald. Doch, auch im Wald. Aha. Dash, zeig mir, was wir da haben. Das ist... Ich hätte wetten sollen, Javelin. Die sind seit dem DLC doch recht häufig, muss ich echt mal sagen. Schnapp dir schon mal, auch wenn es jetzt nicht so viel schadenmäßig bringt, ein bisschen von seiner Ausweichchance runter. Ein Treffer war auch dabei, sehr schön. Halt durch das Bulwark, das er hat und die Deckung nur 10 Schaden. Das ist nicht viel. Da kommt noch ein 35-Tonner. Und der hat einen Sensor-Lock, genau wie unser guter Dash. 35-Tonner könnte ebenfalls wieder ein Jenner sein oder ein Firestarter. Möglichkeiten gibt es ja viele.
Können wir denn überall so hin? Was bringt's uns? Hier gab es noch ein Blip mehr ausweichen. Dann würde ich sagen, das ist die Position für Klembeck. Sie spielt dann mal so ein bisschen Feuerfang. Mal gucken, ob der sich locken lässt. 60% auf die AK. Das nehmen wir doch. Sehr geil. Aber sieht mal, von den 60 sind gerade mal 24 Punkte Schaden durchgekommen. Das ist wow. Bauwerk und Deckung ist einfach einer der absolut mächtigsten Skills in dem Game. Wir gehen mal weiter auf den Jungen da los, auch wenn wir nicht viel Schaden aufmachen. Drehen uns aber so ein bisschen. Na komm, gehen wir ganz nach links, drehen uns ein bisschen ein. Und warten mal ab, was da an 35 Tonnen auf uns zukommt. Ah, es wird wahrscheinlich größtenteils nur leichtes sein, weil wir halt einen schweren Mech als Attentatsziel haben. Da ist dann auf dem, ich sag mal, Tonnagepool für den Gegner in der 2-Sky-Mission dann halt nicht mehr allzu viel über. Ich lasse mich überraschen. Kann ja auch immer noch mal sein, dass wir auch noch, ich sag mal, da haben wir einen Blackjack. Da ist schon mal etwas mehr Tonnage. Etwas. Was ich sagen wollte, ist ja so ein gewisser Tonnagepool für den Gegner da, je nachdem, was für ein Missionstyp es ist. Das variiert dann noch so ein klein wenig. Denn die Schwierigkeiten können ein bisschen variieren zu dem, was ursprünglich angezeigt wurde. Ah, der hat auch bei Work. Oh, das könnte ein langes Gefecht werden. Weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ah, jedenfalls würfelt das Spiel dann halt quasi uns die Gegner dann hinterher aus und das kann dann immer so ein bisschen zu Varianz führen halt. Auch wenn die Karten einen irgendwann mal erinnern daran, dass man schon mal auf ihn war. Denn Endloskarten gibt es leider nicht. Aber dafür sind sie sehr schön, auch wenn sie halt nicht automatisch generiert werden. Natürlich auch wieder ein Vorteil. Affirmative. Also, dass sie sehr schön sind, meine ich. So, mit 55% hat Klembeck getroffen. Strider, bitte nimm dir ein Beispiel. Standing by. So, gehen wir erstmal mit unserem Jenner näher, würde ich sagen. Holen uns so viel ausweichen wie geht. Ah, schon recht nah an den Javelin dran, der könnte uns in den Rücken fallen. Aber ich wag's mal, solange wir kein Ausweichen hat. 70%. 1. Oh, 2 von 4 mit 70%. Naja. In der Statistik wird es wahrscheinlich noch okay sein, aber. Ja. Da kommen die 12 KSRs. Unseren Kintaro geflogen. Damage minimal. Auch nur 6 statt 8 Schaden dank dem Wald. Oh, was haben wir denn da drüben? Wir sehen es noch nicht, aber es kann uns sehen durch seine Kollegen. So wie es ausschaut. Jawohl. Commander? Commander? Moment, nehmen wir erstmal Red Hat, weil sie ihre Ausweichpunkte verloren hat. Und gucken uns mal alles an. Ah, ist hässlich. Kann ich alle drei auf einmal in Sicht kriegen von dem Punkt aus. Und von dem bin ich bei dem anderen außer Reichweite, aber ich würde sagen, so machen wir es trotzdem. Im Blackjack mit Ballwalk da oben würde die Trefferchance eh nicht besonders prickelnd sein, würde ich mal sagen. Es ist ein Jenner, ja, wie zuerst gedacht. So, und da haben wir 65 und 60, das heißt wir hacken weiter den Javelin, immer schön Fokusfeuer. Und da hat er auch schon seinen ersten Torso-Teil und damit die ersten 6 KSRs eingebüßt. Und auch den ersten Punkt an Hitpoints. AK, mittlerer Laser und... Light Damage, Commander. Hab jetzt nicht richtig mitzielen können, ob es KSR oder LSR waren. Standing by. Eine AK. Das ist auch definitiv was über 40 Tonnen mindestens. Vielleicht ein Enforcer?
Ah nee, der hat den schweren Laser. Im Normalfall. Müssen wir mal gucken. Gehen wir erstmal weiter auf unsere Freunde hier los. Gucken wir mal, ob wir uns des Javelins nicht vielleicht entledigen können. Ah, wieder ein AK verfehlt. Aber dafür zwei Punkte wieder offen. Das könnte eventuell von Dash ausgenutzt werden. Mal gucken. Wow, oh, da kriegt er auf die Fresse. Commander! I'm here! Es ist doch. Es war so schön. Neulich hatten wir eine Mission ohne Kopftreffer. Und danke! Dash ist mal wieder im. Waiting for orders. Krankenhaus, im Lazarett. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Na? 41 und... Ah, wenn ich es richtig gesehen habe, war der rechte Torso fast raus. Nee, doch nicht. Ah, falsch geguckt. War das dann? War wahrscheinlich das Bein mit den 11 Punkten, wenn ich da eben so verguckt habe. Okay, Dash, tut mir leid. Arme Kerl. Beweg dich mal in die Richtung. Und guck mal, ob du deinem leichten Counterpart da ich vielleicht mit einem deiner Laser ein Goodbye sagen kannst. Na? Ah. Okay. Noch eine Knotenverletzung, keine Waffen mehr. Und jetzt kommt er in den Nahkampf und... Autsch. Gegen das Bein. Reporting. Heavy damage. Der Jenner. Ah, gut. Er geht mal nicht auf den armen Dash weiter los. Wäre aber kein verkehrter Punkt, um vielleicht mal eine Faust spielen zu lassen. Zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt versuchen, den Javelin halt noch zu töten. Da fehlt auch nicht mehr allzu viel. Das wären zwei KSRs. Wir können die Waffen splitten. Oder wir können in den Nahkampf gehen und so versuchen, dem Jenner seine Ausweichpunkte zu klauen mit ein bisschen Glück. Ich würde sagen, ich wage mich erstmal an den Split mit Strider. Den Großteil kriegt der Jenner ab. Ist jetzt natürlich, boah, trefferchancenmäßig echt brutalst niedrig. Machen wir es mal so, dann haben wir eine sehr gute Chance, den Javelin auch zu töten. Engaging multiple targets. Denn mit einem Nahkampf, ich meine, er hat nur zwei Punkte. Da hat's gereicht. Wenn die AK vorbeigehen. Er hat nur zwei Punkte in der Stabilitätsleiste, aber... noch ein bisschen fragwürdig. Da ist ein Bein auf. Das gefällt mir jetzt nicht so. 55 Tonnen... Könnten Wolverine sein. Könnte ein Wolverine sein, ja. Probier es aber mal. Von hier aus. Mal gucken. Engaging physical attack. Ja, auf den Arm gezielt. Na super. Aber immerhin die Ausweichchance tatsächlich rausgenommen. Dafür hat sie jetzt selber keine große gehabt. Die vier kleinen Viecher müssen doch mal weggehen hier. Auf darüber. Und hier Clambake. Gehen mir ein bisschen zu nah, aber natürlich ein richtig schönes Schussfeld. Mal auf den. Auf die schon beschädigte Seite, dann fällt der die Ziel
das Zielfeld für den Arm weg. Wenn er da drauf würfeln würde, dann geht's auch auf ein Torso. Deswegen ist zwar als hauptsächlich Front angezeigt, aber ist halt so ein, ne, so einen kleinen Tick, ne? Targeting for an Alpha Strike. Und da ist auch der Sturz dank dem AK-Treffer aufs Bein. Und die nächste Pilotenverletzung. Commander. So, Dash ist verdammt warm. Kein Wald möglich beim Nahkampf. Würde ihn erst einmal etwas aus der Gefahrenzone ziehen. Aber durch den Sprung heizt er halt auch auf, deswegen wird er nicht feuern. Sondern er wird mir mal bestätigen, dass das hier ein Wolverine ist. Ne? Ach, ich wusste es. Jenna Lion steht auf. Humpelt. Nahkampf? Wirklich? Nee, oder? Nee. Zu weit weg für den Nahkampf. Okay. Sollte Redhead jetzt mal aufpassen, dass sie nicht mehr allzu viel abkriegt. Denke mal, mal eine schöne Position finden. Ja, ich glaube, das klingt gut. Versucht mal den Jenna da ein bisschen weiter zu behaken. Nächste Pilotenverletzung. Als Air-Explosion auch. Okay, aber hat nicht gereicht. Ah, Wolverine wäre auch nicht verkehrt, wenn wir da nochmal ein paar Teile von kriegen. I, Querschläger. Ja, okay, jetzt habe ich sie wirklich extrem aneinander gestellt. Internal damage. Waiting for orders. Okay, das war jetzt natürlich mein Fehler, gebe ich offen ehrlich zu. Das mit dem Querschläger, das muss ich mir immer noch angewöhnen. Denk zwar immer wieder dran, aber wenn ich dann bewege, den ich hinten gerade nicht. Erst wenn ich es dann hinterher sehe. Das ist immer so witzig. Finde ich zumindest jetzt so. Mal gucken. Können wir doch eigentlich schon mal anfangen, ein bisschen auf den Wolverine zu feuern, würde ich sagen. Haben wir einen guten AK-Treffer möglich. Da können wir die beiden mittleren Laser. Die würden auch reichen, wenn sie beide die Mitte treffen. Allerdings nur. Aber wir versuchen es mal, die AK auf den Wulvi zu feuern. Denn ich glaube nicht, dass wir die wirklich brauchen noch. Außer halt. Ja, gut, ging auf den linken Torso und hat sich genug übertragen. Alles klar. Vorbei. Schade. Ja, ist der Rückstoß. Sind unsere Leute noch nicht gut genug drauf trainiert. Auch wenn so eine gute Chance trotzdem noch da war. Barely hit, Commander. Ohne den Rückstoß wäre es bestimmt 85% gewesen. Wäre schon mal besser gewesen. So, ihr Jungs. Rolling. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Wolverine. Das ist für mich so ein bisschen das ehrlichere Ziel und auch das, was ein bisschen mehr Schaden nimmt, da der einen Bulwark hat diesmal. Wie die anderen. Außerdem hat er schon Schaden genommen. Und den Blackjack würde ich tatsächlich versuchen, irgendwie in den Nahkampf zu kommen mit. Okay, der Querschläger ging auf unseren Jehenna und der wird gerade gesniped. Na super. Dann sollten wir ihn, denke ich mal, außer Sicht ziehen. Es wäre da etwas sinnvoller. Und dann geben wir ihm zum einen Wachsamkeit, weil er relativ hohe Stabilitätsschaden hat. Nicht, dass doch einer noch in Reichweite kommt und ihn in Fall bringt. Das muss ja nicht sein. Der hat schon einen Hitpoint abgezogen bekommen. Und dann stören wir nochmal die Sensoren von dem Wolverine. Fürs Ausweichen bringt es zwar nichts, der hatte keins, aber das können wir auf jeden Fall machen. Kann sein, dass der Jenna wieder in Sicht gekommen ist durch die Bewegung.
Aber natürlich steht der jetzt weit hinten. Hoffen wir, dass wir deswegen nicht eine gut genug Trefferchance haben, dass sich dann auf die anderen halt fixieren. So. Von da hinten hier kamen schon die ersten PPK-Schüsse. Das wäre schön, wenn wir sowas machen würden. Sniping at its best. Ah. Zwar ein merkwürdiger Winkel für die Torso-Drehung, aber solange wir jemanden in Sicht bekommen, warum nicht? Können wir uns doch den Schutz noch bieten hier. Und Feuer. Noch nirgendwo durch die Panzerung durch, okay. Warning. Armor low. Okay, bieten wir ihn jetzt erstmal Strider an. Strider, du darfst etwas Hitze ablassen. Punch den Wolverine mal über seine Sicherheitsschwelle. Au, dem hat noch nicht gereicht. Commander? Das wäre kein guter Winkel. Da kommt der Blackjack mir ein bisschen zu nah an den Rücken ran. Dann machen wir es so. Wenn sie dann wieder verdammt nah aneinander stehen. Klemberg hätte eine Abkühlung auch gebrauchen können. Aber es geht noch. Jetzt natürlich von der rechten Seite rauf. Da ist ein mittlerer Laser drinne. Ah ne, da ist die AK-5 drinne. Ach, Quatsch, der mittlere Laser ist ja im Kopf, ne? Genau. Ja, stimmt, der sieht man jetzt hier bei dem Model im Spiel hier leider nicht so. Ne? Mal gucken, wie ist er da angebracht? Ja, man sieht die Laseröffnung gar nicht so gut, finde ich jetzt. Denn wenn man sich den in den Originalbüchern anschaut, da sind immer Risszeichnungen mit dabei gewesen und auch die Erklärungen in den Büchern. Da sitzt hier relativ unterm Cockpit wie so ein kleiner Geschützturm der mittlere Laser. Voll cool gemacht eigentlich. Aber denke mal, ist auch ein bisschen schwierig ins Spiel zu portieren, da so einen Geschützturm reinzuflacken. Aber wäre durchaus cool gewesen. Gotcha. Da ist der Torso. Torso offen. Der rechte. Da haben wir Tauscher drin. Ja, auch nicht verkehrt, die Dinger zu treffen. So, du bewegst dich mal ein wenig nach hinten. Confirmed. Damit du nicht wieder springst. Und dann erfasst du nochmal den Wolverine, störst ihn. Sensors locked on. Wolverine bewegt sich. I've been sensor locked. Und lockt den Jenner. Das muss doch nur echt nett sein. Leute, immer auf die Kleinen. So. Aber immerhin, dadurch konnte er nicht angreifen. Ein Sensorlock nimmt das, diese Chance weg. So. Jetzt natürlich die andere Seite. Auch da kriegen wir zumindest den Arm runter. Auch wenn der jetzt uns nicht ganz so viel bringt. Okay, Blackjack hat nicht den Jenner genommen. Mit den kleinen AKs, die er drin hat, müsste er ihn aber normal auch treffen können und auf die Reichweite. Zumindest wenn er vielleicht nochmal ein, zwei Schritte vorgegangen wäre. So. Was machen wir hier? Hier würde ich sagen... Ah, kommen wir nicht in Deckung. Schade. Wie weit können wir uns da drehen? Sehr weit. Das gefällt mir. Ich würde sagen, hier schießen wir mal in den Rücken. Einmal Moonwalk. Und dann... Gucken wir mal, ob wir kurz einen Prozess machen können. Gibt uns zwar nicht viele Teile, aber... Wer weiß... Ja, Sturz, den fällt er jetzt hinten drauf und ich kann ihn nochmal hinten drauf ballern. Na gut. Ich würde sagen, kühlt Glembeck jetzt erstmal ab, auch wenn sie dadurch
extrem wenig Ausweichen hat. Engaging. Und den anderen Torso geöffnet, okay. Da kommt... Autsch. I'm getting blown apart out here. Die haben irgendwas gegen meinen armen kleinen Jenner. Good to go. Ich würde sagen, den verweigern wir ihnen dann am besten mal, indem wir hinter den Hügel da springen. Dadurch sollten sie normalerweise nicht mehr treffen können, weil der ist ja doch schon recht hoch. Auf die Straße wäre wahrscheinlich noch besser gewesen, um nicht getroffen zu werden, aber mal gucken. So, ist jetzt leider außer Reichweite für den Sensorlock, weil das hier ist seine Sensorreichweite. In dem Sinne, wappne dich. Dann haben wir jetzt auch die beiden PPKs schon in Sichtweite. Warning. Detecting MechWarrior injury. Ist doch nicht wahr. Es ist doch echt nicht wahr. Wenn einer von euch Bock hat, bitte schaut die Videos nochmal durch. Zählt die Kopftreffer nach. Ich hätte ganz gerne eine Verteilung, wie viele Kopftreffer pro Mission wir hinbekommen. Und ich meine jetzt nur auf unsere Lanze, nicht das, was wir auch noch dem Gegner zugeteilt haben. Das wäre dann einzeln vielleicht ganz interessant zu wissen, weil ich glaube, die Verteilung ist niedriger. Wesentlich niedriger. Ja. Was treiben wir? Ich würde sagen, wir gehen nach hier. Wir halten auf jeden Fall die Deckung bei, weil 40 Schaden sind auch schon genug von der PPK. Da muss sie nicht noch im Offen stehen. Was haben wir hier? 14 und 64. Da ist die Panzerung noch voll auf. Die Beine haben so 70 bis knappe gute 80. Puh. Ich würde sagen, wir gehen nochmal voll auf den Wolverine. Wir gehen aber auf den Torso, der mehr hat. Damit hauen wir ihm auch die AK weg. Wenn wir den schaffen. Ah, linken Torso haben wir auf jeden Fall geschafft. Der braucht ja nicht mehr viel. Ein oder zwei Raketen. Commander? Ja. Jetzt sagen Klembeck, fangen wir schon mal an in Richtung Nahkampfreichweite zu kriegen. Beim nächsten Mal könnte sie die Abkühlung dann wahrscheinlich auch schon ziemlich gebrauchen. Und fangen wir mal an, den Nervensack hier oben ein bisschen einzudecken. All weapons are go. Oh, wie wenig Schaden der kriegt. Der Wahnsinn. Order? So, Strider, du... Okay, was habe ich verpasst? Was ist kaputt gegangen an ihm? Ich hätte mal richtig hingucken sollen. Ich beschwere mich nicht. Er ist kaputt. Das ist gut. Aber ich habe mal wieder geschlafen anscheinend irgendwo. Jetzt ein Kopftreffer war mit der AK oder so. Ich habe nichts gesagt. Aber ich habe definitiv irgendwas verpasst. Weil für den mittleren Torso hatten wir definitiv nicht genug Schadenspotenzial. Na gut. Gucken wir erstmal. Blackjack wäre eigentlich ganz interessant, vielleicht mal aufs Bein zu zielen. Andererseits, er ist auch recht heiß, also... Wir haben noch 65% Entschlossenheit. Nee, wir behalten mal die Entschlossenheit bei, weil so haben wir momentan gerade den Präzisionsbonus und bei 35 dürfte der noch nicht da sein. Insofern nutzen wir das aus. Welche Struktur war da frei? Ah, Torso. Rechts. Und da ist unser Hauptziel. Für den würde ich mir allerdings ganz gerne ein paar gezielte Schüsse aufrechterhalten. Warning. Entweder das Cockpit oder die Beine. Damit wir möglichst viele
Teile von ihm kriegen, auch wenn wir ihn nicht ganz kriegen werden durch die Einstellung mit den vier Teilen. Aber von dem eine gute Anzahl an Teile zu bekommen, das wäre schon interessant. Light damage. Holding firm. Gut. Wie stehen deine Chancen? 55, 50. Ich würde sagen, wir fangen schon mal an, ihn zurückzunerven, weil er nervt mich. So langsam dann doch. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir ihm nicht zu viel Schaden verpassen, ohne dass wir genug Leute in Reichweite haben, weil Attentatsziele neigen dazu abzuhauen ab einer gewissen, ich sag mal, Schadensmarge. Heading out. Überhitzungswarnung. Lassen wir die KS erstmal weg. Schade, dass wir nicht in Nahkampfreichweite gekommen sind. Der Wald hält uns doch zu stark auf. Standing by. I'm there. So, mal gucken. Den können wir auf jeden Fall unsicher bekommen. Copy that, Commander. Schöner Treffer mit der AK. Ja, das ist der Nachteil an den Blackjacks. Die sind zwar für ihre Tonnage recht gut bewaffnet, vor allem auf lange Reichweite, auch wenn AK-2s jetzt nicht ganz so viel Schaden machen, aber haben halt Reichweite, wie doof. Allerdings ist da halt nicht viel Panzerung drauf. Das ist der Grund, warum ich Blackjacks nicht so gerne spiele. Man verliert relativ schnell wertvolle Autokanonen und so. Kann teuer werden. Auf Dauer. Oh, er schießt nicht. Finde ich gut. Der schalten wir nochmal zurück. Und Blackjack. Und geht auf den Kintero los. Finde ich jetzt unlustig. Den hätte ich doch ganz gerne noch mit ein bisschen Panzerung. Dann Strider, du darfst jetzt endlich mal abkühlen. Guck mal, ob du den vielleicht auf die Matte schicken kannst. Na. Schlag ins Klaskin? Nee. Doch, die Schulter getroffen. Noch Klemberg wird jetzt abkühlen müssen, deswegen auch hier. Auch wenn sie dadurch ins Offene kommt. Ein Schlag auf die andere Seite ist das dann. Gucken, ob der nächste Arm fällt. Jawohl. Das meine ich. Sie verlieren extrem schnell ihre gesamte Bewaffnung. Den kann man quasi vernachlässigen mittlerweile. Der wird uns nur noch ein bisschen treten können und besonders viel Nahkampfschaden haben die nicht. Dementsprechend, da wir nicht in Reichweite zu dem Katapult kommen, würde ich sagen, befeuern wir mal den Blackjack, um zu sehen, dass er auf jeden Fall nicht mehr nervt. Auch wenn es nur Mückenstiche sein werden. Hat doch gepasst. Sehr gut. Ja, soll ich Dash noch näher ranbringen? Ich würde sagen, wir ziehen mal hier so rum, damit wir ihn eventuell rumgehen lassen können. So ein bisschen so eine Zangenbewegung. Mal gucken, was dann der Katapult treibt. Rückwärts. Und dann nichts. Okay. Redhead darf dann sprinten. Nee, der Wald wäre mir lieber. Auf alle Fälle. Jetzt müssen wir natürlich rankommen. Er darf uns nicht abhauen. Deswegen ist jetzt die Frage, wirklich schon feuern oder... Ach, bringen wir erstmal Strike. Wow. Echt jetzt? Was? Okay. Bringen wir Strider trotzdem mal hier in den Wald.
double time. Ja, ist halt bergauf durch den Wald, ne? Das nimmt dann ganz schön PS raus. Und ja. Ah, cool, sie kommt mit einer Bewegung in den Wald. Klimbeck hat auch den besseren Steuerungswert. Dadurch hat sie schon mal ein bisschen mehr Bewegung auch. Aber trotzdem. Das ist der einzige Grund, warum ich sage, Centurions muss man ersetzen, weil sie sind halt einfach zu lahm. Sie sind wirklich leider einfach zu lahm. Versuchen wir mal von hier aus, ihnen vielleicht das Bein wegzusäbeln. Würde... Ah, nee, mit dem Schaden nicht klappen, aber so viel wie möglich auf das Bein rauf. Denn dann ist er langsamer. Zumindest, wenn ein Bein fehlt. Und das kann ja auch schon mal helfen. Moment. Da dürfte man nicht durchgucken können. Bringen wir mal hier hinter den Felsen. Wappnen uns. Und gucken, was der Katapult treibt. K2 übrigens. Für mich, der immer wieder mal ein bisschen Problemchen mit der Bezeichnung von den Katapults hat. Und das finde ich uncool. Also, rechte Schulter von ihm wegdrehen. Rechte Schulter definitiv von ihm wegdrehen. Dash halten wir zurück. So, Red Hat. Die rechte Schulter. Das kriegen wir gar nicht hin. Oder? Moment. Auch wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen und dann uns so drehen, ne? Dann haben wir die linke Schulter, das passt. So, Kopftreffer, Beintreffer sind gewünscht. Viel Erfolg mit deinen KSRs. Okay. Hätte besser laufen können. Gibt übrigens auch noch ein Modell, ist dann glaube ich ein K4, aber nicht hier im Spiel, weil im Vanilla gibt es leider keine Heavy PPK, der hat dann zwei Heavy PPKs drin. Das ist dann nicht so auf die Reichweite, sondern mehr so auf nähere Entfernung und ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Bums. Okay, wir kommen der Sache näher. Wir haben ordentlich Entschlossenheit. Strider hat aber nur 3 Taktik. Klemberg übrigens auch. Beide für so einen Schuss dann eigentlich gar nicht so. Komm, zeig mir doch mal. Ja, hier auch nur 4 Taktik. Also Taktik ist noch so ein bisschen unser Schwachpunkt, aber generell brauchen wir noch eine ganze Menge Erfahrung auf unseren Leuten. Feuern wir erstmal einfach so. Damit haben wir jetzt übrigens die Mindestreichweite von den PPKs, zumindest für Strider unterlaufen. Es gibt den Zielabzug von nicht gerade uninteressanter Höhe. Und auch der Katapult, weil es ein schwerer Mech ist, wird in dem Wald nicht allzu schnell vorankommen. Aber ansonsten ist das für einen Katapult eine geile Position, wenn die Gegner da unten stehen. Gerade für den PPK, aber auch für die LSR-Variante. Können die so richtig schön snipen. Und da ist das, was wir wollten. Da ist das Bein weg. Sehr geil. Da kommt der Sturz. Und der Pilotenschaden. Sehr, sehr fett. Okay, Dash. Wagen wir es? Ich würde sagen, eher nicht. Bleib nochmal dort. Roger that. Er ist so ein bisschen so, ich sag mal, Notfalllösung. Im Moment noch. Dafür ist mir der Katapult noch zu stark. Autsch. Okay. Da ist es. Er hat den Schaden genommen, jetzt versucht er abzuhauen. Ah, okay, wir haben uns mal hingesprungen, wo wir nur durch den Sprung auch wieder rauskommen. Dann... Spring doch mal, du springst nämlich da richtig schön... ich hätte ihn besser eindrehen sollen. Auf die Seite, wo du das noch ganze Bein gut treffen kannst und
Du hast einen guten Taktikwert. Nicht multiziel Präzisionsschlag hätte ich gern. Und dann nimm doch mal das Bein unter Beschuss. Einmal das Bein auf jeden Fall mindestens. Da ist die mit dem Torso. Oh, Redhead. Da ist eigentlich gar nicht so prickelnd die Position. Na gut. Sie wird sowieso nicht in eine Position kommen, wo sie wirklich den PPKs hinkommen kann. Also insofern. Risiko. Okay. PPK Crit. Die trifft dann schon mal schlechter. Das ist schön. Und dann geht Strider mal. Ah, schade, im Nahkampf kommt sie nicht auf die Seite. Nahkämpfe gehen nämlich irgendwie über die Maßen hinaus auch häufig gegen Beine. Habe ich so das Gefühl bei unseren Leuten. Guck mal, was du treiben kannst. Da haben wir schon mal Zahn gezogen. Und einen Piloten verletzt nochmal. Inflicted some heavy damage. Standing by. Kannst du? Ja, du kannst. Guck doch mal, ob du ihr gegens Bein treten kannst. Coordinates received. Targeting for physical attack. Wo ist jetzt dagegen? Das habe ich jetzt irgendwie verpasst auf der Ansicht. Ah, da humpelt er. Der humpelt so, dass er uns nicht angreifen kann. Coole Sache. Ah, das dürfte gegen das Bein gegangen sein. Von der Panzerung, die das noch hat. Receiving you. Steht allerdings Dash auf der falschen Seite. Sprinten wir mal. Und er kriegt da ordentlich ausweichen. Und Moment, er hat die linke Seite. Das heißt, wir drehen ihn mal so ein. Understood. Moving fast. Für alle, die übrigens solche Battletech-Spiele verfolgen und so, ich bin mal wieder tierisch genervt. Denn das Spiel, was ich mir eigentlich schon vorbestellt habe, ich konnte die Vorbestellung wieder abbrechen. MechWarrior 5 Mercenaries sollte jetzt die nächsten Tage kommen, also jetzt Ende August war es, glaube ich, angesagt. Und ja, was ist passiert? Der Epic Game Store hat sich es als Exclusive geschnappt und sehe ich nicht ein. Ich sehe es nicht ein, auf diesem Store irgendetwas zu kaufen. Ich habe meine Vorbestellung rückgängig gemacht und bin jetzt echt am Überlegen, ob ich Piranha Games nochmal Geld gebe für so einen Zug, so kurz vor Veröffentlichung. Und es ist anscheinend auch nur durch Zufall rausgekommen. Weil irgendjemand das FAQ auf deren Seite zu früh hochgeladen hat, wo das drinne stand, dass man wegen Epic Store refunden kann. Und das ist der Wahnsinn. Das hat mich einfach nur mal wieder, ich sag mal, in den Hintern getreten, was Epic mit ihrem Geld macht, wie viele Spiele da mittlerweile halt in so ein Exclusive reingegangen sind für ein Jahr. Spiele, auf die ich mich wirklich gefreut habe, die auch die anderen in der Nation gerne gespielt hätten, wie Satisfactory oder wie jetzt halt Mercenaries oder vor kurzem auch Phoenix Point ist ein Spiel, was ich echt gerne gespielt hätte. Aber ich werde dafür nicht auf den Epic Store wechseln. Nicht auf so eine unfertige Plattform und mit so dubiosen Hintergründen, ob sie stimmen oder nicht. Ich habe einfach keine Lust dazu. Dementsprechend spielen wir weiter Battletech und haben Spaß dabei. Mal gucken, wir haben jetzt die Rückseite voll in Sicht. All weapons committed. Und öffnen sie auch voll auf. Zerstören zwei Wärmetauscher. Ah, ich würde ihn aber ungern durch den mittleren Torso durch zerstören. Guck doch mal, ob du nicht nochmal so einen Tritt gegens Bein hinbekommst. Das wäre der Hammer. Jawohl, sehr schön. Noch ein Wärmetauscher zerstört. That hits something good. Commander? Lembeck wird jetzt allerdings mit dem Nahkampf das nicht hinkriegen. Von hier aus kommt sie zumindest an die richtige Seite. Rolling. Und dann wagen wir uns nochmal an einen Präzisionsschuss. Auch wenn die Trefferchance nicht so der die prickelndste ist. Wir nehmen die KSRs. Moment, wie viel Panzerung hat er noch? 10? Ähm,
Nee, wir lassen die KS erst drin. Wir probieren's. Feuer! Firing all weapons! Pilotfälle jetzt beide Beine zerstört! Jawohl! Zwar noch die PPK rausgerufen, aber das juckt mich im Moment jetzt gerade nicht. Wir kriegen ein paar hübsche Teile für ein Katapult. H2. Egal. Mission successful. Das ist schon mal ein Mech, auf den ich mich freuen würde, wenn wir dafür noch ein paar Teile kriegen. Mal gucken. Auszahlung natürlich jetzt nicht das Prickelnde, weil wir sind ja auf die Teile gegangen. Ja, zwei Piloten, wieder 17 Tage im Lazarett. Super. Danke, AI. Jo, und der Kintaro. Ein paar Tage wird er schon noch reparieren müssen. Der Jenner wahrscheinlich auch. So, da haben wir zwei Katapultteile. Was ist sonst noch interessant? Oh, wir könnten einen Wolverine bauen. Puh. Wir könnten einen Wolverine sicher bauen. Wir haben 14 Teile gesamt. Das sind eindeutig mehr als 14 Teile. Wir haben, wenn ich das so mache, noch zwei Wolverine-Teile über. Risiko? Yes! Oh, geil, wir kriegen Wolverine. Das ist doch schon mal was. Das ist doch auf jeden Fall schon mal was. Da freue ich mich drauf, den mit euch zu spielen. Gucken, wie wir ihn ausstatten. Wir müssen ja alles von Grund auf neu reinpacken. Auch eine Sache, wo ich sagen muss, das ist schon herausfordernd. Wenn man normalerweise nämlich so die Mechs bekommt und es ist alles drinne, hat man natürlich irgendwann mal richtig viel Material, was man sogar verkaufen kann, weil man es nicht unbedingt braucht. Wir ersetzen damit den Javelin. Ja, wir ersetzen damit den Javelin. Okay, hat uns gute Dienste geleistet, der Javelin. Ist auch ein hübscher Mech, aber nichts, was ich für auf Dauer behalten würde, wirklich. Gucken wir nochmal zusammen uns den Wolverine an, bevor wir aufhören. Da ist er. Alles leer. Und was haben wir für Möglichkeiten? Mal gucken. Zwei Ballistikpunkte, beide im rechten Arm. Ein Laser, das ist standardmäßig ein mittlerer Laser, also das andere passt hier oben nicht rein. Kann man alternativ auch einen leichten Laser reinsetzen. Nahkampf hat er 70 Schaden, könnte sich lohnen. Doch der einzige Supportplatz. Das heißt, man kann sich entweder für einen leichten oder einen mittleren Laser entscheiden. Alles andere ist... Ja gut, Pulslaser ginge auch noch, der müsste auch nur einen Slot brauchen, aber haben wir keine. Und wir haben drei Raketenaufhängungen, alle drei im linken Torso. Ja, er ist, ich sag mal, halbwegs beweglich. Da könnten wir auch ein bisschen einen Springer rausmachen. Das überlege ich mir mal. Das werdet ihr beim nächsten Mal sehen. Ich werde ihn jetzt mal zusammenschustern. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wo und wann auch immer ihr dieses Video gesehen habt, natürlich noch viel Spaß am restlichen Tag. Und ich sag ciao.